Und ich es sehr gut. Das Rätsel um einen wichtigen Wendepunkt im Bundestagswahlkampf 2021 ist offenbar gelöst. Denn jetzt ist klar, warum der damalige CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet bei seinem gemeinsamen Besuch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Flutgebiet lachte, als er sich im Hintergrund der TV-Übertragungen befand. Laschet wartete abseits, zusammen mit CDU-Politikern aus der Region. Der damalige Kanzlerkandidat soll den neben ihm stehenden CDU-Landrat Frank Rock aus dem Rhein-Erft-Kreis geneckt haben, weil der den Bundespräsidenten nur mit Herr Steinmeier und nicht, wie es sich gehört, mit Herr Bundespräsident begrüßt habe. Der Landrat soll darauf gesagt haben, er sei überrascht gewesen, dass Steinmeier auch so klein sei wie Laschet. Zudem hatte sich die Gruppe um Laschet, später aber auch Steinmeier selbst, darüber amüsiert. Dass sich Reporter teils skurril verrenkten, um ihre Mikrofone nah an die Sprechenden zu halten, ohne dabei den Kameraleuten im Bild zu stehen. Das berichteten Teilnehmer jetzt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland und dem Kölner Stadtanzeiger über den Termin am 17. Juli 2021 im nordrhein-westfälischen Erftstadt. Die Aufnahmen von Laschets Lachen hatten massive Kritik und Empörung ausgelöst. Die Umfragewerte der CDU, die bis dahin in der Sonntagsfrage geführt hatte, brachen ein und erholten sich nicht wieder. Laschet und Rock hatten sich umgehend entschuldigt und von einem Fehler gesprochen.